Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Info, das ja wirklich schon lange überfällig ist. Und in diesem Let's Info will ich ein bisschen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft meines Kanals reden. Und zuerst will ich etwas über die Vergangenheit verlieren. Einige wissen ja, wie ich hier angefangen habe mit The Void und WoW und so. Mit richtig schlechter Qualität damals noch. Aber ihr wisst ja, alle Anfang ist schwer. Und auch für mich ist es immer wieder schwer. Also für jeden ist es schwer, am Anfang gute Qualität zu liefern. Aber ist jetzt auch nicht das Thema. Ihr wisst auch dadurch, dass es jetzt einige Projekte gibt, die bei mir pausiert sind oder sogar abgebrochen wurden. Und da will ich, weil jetzt schon einige wieder nach irgendwie Folgen und sowas gefragt haben, will ich jetzt mal ein paar Wörter verlieren darüber. Und zwar will ich jetzt erstmal mit The Void anfangen. Da wird eigentlich kaum noch danach gefragt und daher denke ich mal, ist es auch nicht akut, dass ich das nicht mehr weitermache, aber ich will trotzdem mal kurz drüber erzählen, warum ich es nicht mehr weitermache. The Void war ein richtig tolles Spiel, richtig künstlerisch gemacht und alles, aber es ist durch das Speichersystem und durch das Spielsystem an sich echt schlecht zu Let's Playen. Denn man baut sich ja sein Zeug auf, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und dann, wenn man dann was versaut, merkt man es nicht jetzt in dem Moment, dass man was versaut hat, sondern merkt es erst irgendwie nach ein paar Stunden Spielen, dass man jetzt vor ein paar Stunden einen Fehler gemacht hat, den man da eben nicht mehr gerade bügeln kann. Und dann müsste man von der Stelle wieder anfangen. Weil sonst kriegt man es nicht mehr hin. Und das ist eben für ein Let's Play echt nicht gut gemacht. Und ja, ich will halt, es macht mir halt dann auch nicht so viel Spaß, wenn ich immer und immer wieder dahin zocken muss. Deswegen habe ich gesagt, ich brech's ab. Ich habe euch das Spiel, aber ich lasse es auf meinem Kanal, weil eben das Spiel sehr schön ist und ich euch auch zeigen will, dass es schöne Spiele gibt, die nicht jeder kennt. Und deswegen bleibt es auf dem Kanal, aber eben abgebrochen. Und da wird auch nichts mehr kommen. Des Weiteren war WoW mein zweites Projekt. WoW habe ich damals angefangen, weil ich mich dazu zwingen wollte, wieder WoW zu zocken. Was nicht funktioniert hat, weil ich weiß nicht, mich hat das nie angefixt. Also ich habe nie verstanden, wie Leute dadurch darüber süchtig werden können. Ja, ich klicke hier mal ein bisschen durch meinen Kanal, damit ihr ein bisschen meinen Kanal seht. Ja, red halt dabei ein bisschen. Auf jeden Fall, WoW wird auch nicht mehr weiterkommen. Das wird komplett abgebrochen, weil ich finde auch das Abo-System nicht gut für mich, da ich ja ein Gelegenheitsspieler bin und da 13 Euro im Monat einfach zu viel sind. Für mich sind da so Freeware-Games besser und allgemein finde ich solche Endlos-Spiele für ein Let's Play für mich jedenfalls nicht gut geeignet. Auf jeden Fall wird das auch abgebrochen, aber da hat auch kein Hahn danach gekräht. Das war auch nicht sehr beliebt. Was war noch, was ich sagen wollte? Genau, Let's Rate You. Da werde ich ab und zu noch gefragt, ob ich das noch weitermache oder ob das auch abgebrochen ist. Aktuell will ich es halt so sagen. Ich habe jetzt rund 175 Abos, von denen ich wirklich wenig aktive Abos habe. Sprich, von den 175 gucken vielleicht 15 meine Videos, keine Ahnung. Und da finde ich das nicht so sinnvoll, wenn ich dann Let's Rate You mache. Denn ich habe das ja damals gemacht, um eben diese Kanäle ein bisschen zu promoten, um ein paar von meinen Zuschauern auf ihre Kanäle zu bringen und zu sehen, hier guck mal, es gibt kleine YouTuber, die sind auch gut oder schlecht, je nachdem, wie ich es halt bewertet habe. aber können wir mal gucken, es ist bei 2 geblieben. Einmal GonLP und BestXMP. Ich werde es erst weitermachen, wenn meine Reichweite größer ist. Denn es bringt halt wirklich nichts, wenn ich jetzt euch Werbung mache und keiner kommt auf euren Kanal. Es ist einfach unnötig. Des Weiteren habe ich auch einen negativen oder des öfteren negative Kritik bekommen für das Projekt, weil ich ja selber kein großer YouTuber bin.
Und da kamen dann eben solche Dinge wie, du bist, wie kannst du das dir anmaßen zu sagen, wer gut und schlecht ist, du bist doch selber so klein. Ja. Ich bin der Meinung, dass auch kleine YouTuber gut sein können. Ob ich sie bin, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde, es gibt kleine YouTuber, die sind wirklich gut. Aber nun gut. Wie gesagt, das wird erst weitergemacht, wenn ich eine größere Reichweite habe. Und mit größerer Reichweite meine ich so, mit den Abos zu rechnen, ist immer ein bisschen blöd, weil man nie weiß, wie viele Abos jetzt davon wirklich gucken. Aber ich würde jetzt sagen, von so ab 1000 Abos kann man mal darüber nachdenken, das Projekt wieder anzufangen, weil dann die Reichweite wenigstens ein bisschen größer ist. Aber wie gesagt, das werden wir dann sehen. So, dann Battlefield 3 war ja eh nie wirklich ein lang verfolgbares Projekt. Das war auch nicht mal mein Account damals. Da brauchen wir dann, glaube ich, nicht weiterreden. Was haben wir hier noch? Ja, Blacklight wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, weil Ego-Shooter allgemein finde ich nicht mehr gut für Let's Plays. Einfach weil man da so schlecht reden kann und ich von den Skills her nicht so gut bin, als dass ich sagen kann, okay, wenigstens habt ihr dann was Schönes zum Gucken. Das ist halt bei mir nicht der Fall. Daher wird es wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Dann The Bard's Tale habe ich auch. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich es abbreche oder pausiere. Ich will euch einfach mal ein bisschen erklären, warum ich es jetzt so lange nicht mehr gemacht habe. Das Spielprinzip finde ich nicht gut. Also die Spielmechanik finde ich einfach vom Spielstil nicht gut. Das macht mir halt nicht so viel Spaß. Das Spiel an sich macht mir richtig Spaß, weil der Humor einfach toll ist. Und auch die Folgen, die ich bis jetzt produziert habe, haben mir auch Spaß gemacht. Aber eben die Spielmechanik macht mir eben keinen Spaß. Und die Bugs, die ich auch drin habe, die ich einfach nicht rausbekomme und die sich, so wie ich in Foren gelesen habe, noch häufen werden, die machen mir auch nicht wirklich Spaß. Daher bin ich noch am Rätseln, ob ich es abbreche oder pausieren lasse bloß. Denn an sich finde ich das Spiel toll und würde es auch weiterspielen. Aber die Spielmechanik und die Bugs lassen mich da ein bisschen abschrecken. Da setze ich noch ein Fragezeichen dahinter, ob pausiert oder abgebrochen. Aber da wird auch nicht so viel danach gefragt. Da wird ab und zu mal gesagt, dass es ein tolles Spiel ist. Aber sagt eigentlich keiner, dass ich es weitermachen soll. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo wirklich viele sagen, ich soll weitermachen. Und zwar Gothic 1. Hier kriege ich wirklich jede Woche mindestens eine Nachricht, dass ich es bitte weitermachen soll. Oder ich krieg sogar schon Beleidigungen an den Kopf geschmissen. Dass ich das wenigstens zu Ende machen soll und dass es ein Unding wäre, dass ich es anfange und nicht zu Ende bringe. Und also wirklich, da habe ich mir schon vieles anhören müssen. Ich habe sogar schon viele blockieren müssen, weil es wirklich in richtige Beleidigungen ausgeartet hat. Und das ist auch wirklich auch der Hauptgrund, warum ich dieses Video machen will. Und zwar will ich einfach euch mal den Grund sagen, warum ich es aktuell nicht weitermache. Aktuell ist es so, dass das Spiel eben ewig geht. Also in meiner Spielgeschwindigkeit werde ich da 200 Parts brauchen, schätze ich jetzt mal. Oder 150 oder so, also es ist wirklich ewig. Und es ist auch nicht gerade leicht. Also für mich als nicht guter Spieler, ihr wisst ja, wie ich spiele, ist ja, kann ja niemanden verheimlichen, dass es schwer ist für mich. Da ist es eben für ein Let's Play auch echt schlecht gedacht eigentlich. Aber der Hauptgrund, warum ich es aktuell nicht mehr weitermache, ist, dass das Aufnahmeprogramm, was ich damals für Gothic 1 benutzt habe, bei mir nicht mehr geht. Die Gründe dazu werde ich jetzt nicht sagen, aber ihr könnt euch vorstellen, es ist, ja, okay, ich sag's einfach, wie es war. Das war eine Version von einem Programm, das nicht legal erworben wurde. Und ich will einfach das nicht mehr haben. Ich will nur noch legale Programme auf meinem benutzen. Und ich habe gerade eine E-Mail bekommen, stört euch davon nicht. Ich werde es, glaube ich, mal kurz schließen, dass ihr nicht seht, was ich für E-Mails bekomme. So. Wie gesagt, es war nicht legal erworben und ich will damit nichts mehr zu tun haben mit Programmen, die nicht legal erworben wurden. Bei mir ist wirklich alles legal. Aber das Problem ist, das Programm, das ich eben legal erworben habe, MSI Afterburner, beziehungsweise nicht erworben, weil es gratis und trotzdem gute Qualität hat, und das will ich nicht aufgeben. Aber das kann Gothic 1 nicht aufnehmen.
einzige Möglichkeit, die ich hätte, Gothic 1 aufzunehmen, wäre im Fenstermodus. Und dann müsste ich es halt immer beschneiden. Das ist aber von der Qualität her randgruppenmäßig. Und da werde ich vielleicht mal weitermachen, wenn ich mal wirklich Spaß habe. Und dann halt auch wirklich mit dem Fenstermodus. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie den Fenstermodus anbekomme, weil so wie ich den Fenstermodus momentan bekommen habe, ist im Harvey-Modus. Oder, nee, Marvin. Marvin-Modus heißt der. Und da ist halt oben ein Stückchen weggeschnitten. Sprich, da fehlt, was weiß ich, 30 Pixel oder so vom oberen Rand, die einfach weg sind. Und da stehen manchmal Informationen, die ich gerne hätte. Deswegen muss ich da noch ein bisschen gucken, wie ich da ein Fenster mache, das auch passt. Und vielleicht werde ich dann weitermachen. Also, ich will es eigentlich gerne weitermachen, weil es eben ein Rollenspiel ist, das das Rollenspiel-Genre eben in die richtige Bahn geworfen hat. Daher will ich es nicht abbrechen. Aber ihr müsst verstehen, dass ich da durch mein Aufnahmeprogramm ein bisschen gehandicapt bin. Und ich hoffe, ihr versteht es auch. Und wirklich, ich werde auch jeder, wo sagt, wann geht Gothic mal weiter, auf dieses Video verlinken, also hinweisen, damit dieser weiß, wieso ich es nicht weitermache aktuell. Ja, gut. Das war's mit der Vergangenheit. Jetzt kommt die Gegenwart. Gegenwart ist aktuell, dass Darksiders und Anna als Hauptprojekt laufen. Das wird auch weiterhin so kommen. Ich werde beide durchspielen. Darksiders habe ich schon durchgespielt, sind halt auf Platte gerade. Das gibt, glaube ich, 76 Folgen, glaube ich. Wir sind jetzt aktuell, heute kommt die 41. Folge, also ihr habt noch eine Weile Spaß daran. Anna bin ich eben das, was gerade auf meinem Kanal ist, 10 Folgen. Also 10 Folgen habe ich gerade auf meinem Kanal, aber 6 habt ihr bis jetzt nur gesehen, da kommt morgen der siebte Part. Das werde ich noch durchspielen, aber ich bin jetzt noch nicht so weit. Da kann ich nicht sagen, wie viele Parts es gibt. Auf jeden Fall wird es durchgezockt. Mit Facecam nach Möglichkeit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit der Facecam ab und zu ist sie unsynchron. Manchmal ist sie synchron. Und irgendwie funktioniert es nicht so ganz, wie ich es will. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Aber das wird auf jeden Fall weitergehen. Dann Titanfall und Battlefield 4. Das waren ja so Projekte fürs Wochenende meistens. Die werden so, wie sie jetzt sind, nicht weitergeführt. Denn das gleiche Problem wie bei Blacklight, Ego-Shooter, ich bin nicht gut, macht also daher nicht so viel Spaß mir zuzugucken und wirklich frei reden kann ich eben nicht, weil ich mich ja konzentrieren muss. Daher ist es als Let's Play nicht gut. Ich werde aber dafür dann Titanfall und Battlefield 4 weiterspielen und halt als Gameplay benutzen für Commentaries. Ja, auf meinem Kanal werden Commentaries kommen. Zwar nicht gute, also ein Commentary habe ich ja schon drauf. Könnt ihr schön gerne mal gucken hier. Moment, hier könnt ihr gucken. Ergeben Altersbeschränkungen bei Spielen Sinn? Das ist mein Commentary aktuell mit dem guten Meridor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. und so Commentaries werden noch öfter kommen und eben dann mit Titanfall und Battlefield 4 als Gameplay-Videos von mir selber erspielt. Denn ich finde, bei Commentaries ist nicht so ganz wichtig, was im Hintergrund am Gameplay läuft. Da ist eher das Thema wichtig und da kann ich mich eben dann bei einem Commentary richtig auf das Thema konzentrieren und frei reden und eben auch vielleicht mal ein Skript schreiben, so stichpunktartig, dass ich auch nichts vergesse. Daher wird Titanfall und Battlefield 4 weitergeführt, aber eben als Commentary-Material. Das war auch schon das, was in der Zukunft so geplant ist. In der Zukunft ist halt jetzt auch noch geplant. Ach, da kommt noch mehr. Moment, mir fällt ein. In der Zukunft, da ja Darksiders 1 jetzt durchgezockt ist, für mich privat jetzt erstmal, jetzt irgendwann in den nächsten Monaten für euch dann, wenn alles hochgeladen ist, wird natürlich Darksiders 2 in Angriff genommen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe noch keine Minute da gespielt. Ich kann also noch nicht sagen, ob ich es toll finde oder nicht. Aber ich freue mich schon richtig drauf. Daher wird das auf jeden Fall kommen. Nach Anna weiß ich noch nicht, was kommt. Da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, aber wahrscheinlich werde ich erstmal so Sachen, von denen ich schon einen Teil gespielt habe, werde ich wahrscheinlich noch die anderen zwei Teile spielen. Ihr könnt natürlich mal schon in den Kommentaren raten, worum es sich da handeln wird. Kleiner Tipp meinerseits.
Es ist auf der Seite irgendwo. Nein. Okay, da wird auf jeden Fall noch was danach kommen. Ob jetzt wirklich das, was ich will, kommt, weiß ich noch nicht. Aber da wird auf jeden Fall noch was kommen danach. Auf jeden Fall will ich jetzt zum Beispiel noch ein paar Worte zu Assassin's Creed 2 sagen. Dieses Projekt ist aktuell pausiert. Pausiert deswegen, weil ich da wirklich wenige Klicks dafür bekommen habe. Ich bin nicht klickgeil, das soll es nicht heißen. Aber ich finde es schade, dass man sich da so viel Mühe gibt mit einem Projekt und dann vielleicht 5 Klicks draufkommen nach mehreren Wochen. Wenn 5 Klicks nach einem Tag, das wäre völlig in Ordnung oder so. Weil ich habe ja gesagt, wenn ich 5 Leute am Tag unterhalten kann, dann bin ich glücklich. Aber wenn 5 Klicks immer innerhalb von mehreren Wochen erst draufkommen, dann weiß ich, dass ihr das Projekt nicht so feiert. Und da ist mir dann die Mühe halt ein bisschen zu schade, ehrlich gesagt. Aber ich finde das Spiel genial und ich bin richtiger Assassin's Creed Fan, zumindest vom zweiten Teil. Vom dritten, den habe ich mir ja jetzt gekauft und ein bisschen angezockt. Da weiß ich noch nicht, ob ich ihn gut finden soll oder nicht. Aber den zweiten will ich auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Was mich aber daran hindert, es privat zu spielen, ist, dass er eben auf meinem Kanal gerade pausiert. Und ich finde es schade, wenn ich es jetzt durchzock privat und dann irgendwann sage, oh, ich könnte mal das Projekt weiterführen. Dann habe ich schon, dann ist das Blind Let's Play kein Blind Let's Play mehr, sondern ich spiele ein Spiel zweimal und ich hasse es, Spiele zweimal zu spielen. Ehrlich gesagt, außer es ist wirklich genial. Aber bis jetzt habe ich noch kein Spiel gehabt, das ich zweimal spielen wollte. Daher werde ich es jetzt mit Assassin's Creed 2 so machen, dass wenn ich Lust habe, das Spiel zu spielen, werde ich es spielen und aufnehmen. Also ganz normal das Projekt weiterführen, aber erstmal nur auf meiner Festplatte. Also es wird erstmal nichts auf dem Kanal hochgeladen. Es wird dann erst auf meinem Kanal hochgeladen, wenn das Spiel fertig ist. Und zwar fertig produziert. Also komplett tutti, completo. Denn dann ist mir die Arbeit egal, die ich dafür gemacht habe, weil die Arbeit war in dem Moment dann wirklich nur als Hobby und nicht, weil ich jetzt morgen eine Folge brauche oder nicht. Denn das war ja immer so, dass ich Assassin's Creed dann immer so gezockt habe, oh, jetzt morgen laufen meine Folgen aus, jetzt muss ich mal wieder produzieren. Und es hat dann eben nicht so viel Spaß gemacht, wie wenn ich es jetzt nach Lust und Laune produziere. Daher werde ich es jetzt so machen eben, dass ich es nach Lust und Laune spiele, mit aufnehme und wenn es komplett fertig ist, werde ich es nach und nach veröffentlichen. Dann ist mir auch egal, wenn nur 2 Leute es angucken. War ja dann für mich nicht so viel Arbeit, außer das Hochladen. Ja, das war's eigentlich schon. Mit den Infos, Kanal, Design und sowas, habe ich ein bisschen überarbeitet. Hier. Ich hoffe, ihr seht jetzt gar nichts Wichtiges. Ah, ja, Hilfe. Das war nicht gedacht. Ich hoffe, ihr seht jetzt überhaupt gar nichts Wichtiges. Auf jeden Fall habe ich meinen Kanal hier ein bisschen, den Banner ein bisschen verändert. Dann die Playlist ein bisschen überarbeitet, dass überall das Richtige steht. Dann habe ich hier ein paar Kanäle verlinkt, die ihr gerne angucken könnt. Hier meine Abos, die brauchen euch aber nicht interessieren. Warum sind die überhaupt öffentlich? Ich will doch nicht, dass meine Abos öffentlich sind. Das kann ich jetzt gerade nicht machen. Gut. Auf jeden Fall hier Kanaltipps. Ganz wichtig, schaut euch die Leute an. Die sind nämlich nicht schlecht. Die sind echt nicht schlecht. Dieser junge Herr zum Beispiel hat mir das mit dem Emmy Geary beigebracht. Ja, der macht echt gute Sachen. Auf jeden Fall will ich jetzt damit dann... Ach, hier habe ich auch ein bisschen überarbeitet. Hier ist dann auch der Uploadplan, wie es aktuell laufen soll. Mit ein paar Social Network, bla bla bla. Was war da? Ach, das waren die Kommentare. Ah, die braucht keiner sehen. Die könnt ihr auch so nachlesen. Ja. Ich würde auch sagen, das war's auch mit dem Let's Info. Das ist schon ein bisschen zu lang geworden. Ich würde euch sagen, viel Spaß bei meinen Projekten und ich hoffe, jetzt ist Klarheit, warum was pausiert und abgebrochen wurde und was demnächst in meinem Kanal passieren wird. Bis dahin. Ciao.